Hola, ¿qué tal? Yeah! Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Karacho TV. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Sendung erinnern. With my suicide, hardy brothers, sisters, we thrash. Hey Leute, könnt ihr mich hören? Hey yo, ich will euch nicht stören. Ich sag ciao bei Karacho TV. Ja, seitdem habe ich Blut geleckt und das Hip-Hop-Fieber hat mich gepackt. Deshalb war ich unterwegs in Weilerstadt im Ochs und Kuh und da haben Südkomfort ihre neue Platte vorgestellt. Yeah! Eine junge Band aus Weilerstadt, die keinem Trend folgt, sondern ihren eigenen Stil gefunden hat. Sie erzählen Geschichten aus ihrem Leben mit Beats aus dem Hip-Hop-Bereich, angereichert mit jeder Menge interessanter Einflüsse. Ohne Verbissenheit und mit viel Charme erobern sie langsam Stuttgart und sogar die Schweiz. Doch jetzt kommt erstmal ihr neues Album. Yeah. 2007 und sie dreht sich doch. Das ist in Südkomfort schon unser Lebenslauf. Hast du die Platte, wenn ich dann hol sie doch. Sind präsent von Techno bis Retro-Rock. Und sie dreht sich doch mit 20 Tracks auf pumpenden Beats, mit rollenden Raps. Alle wollen es jetzt, alle Kinder, alle Alten. Szene auf die Kralle, kannst sie in den Händen halten. Du hast sie nicht, dann hol sie dir. Du hast sie nicht, dann hol sie dir. Schreib ne Mail oder ruf uns an, yeah. Nicht vor eins, denn wir gehen nicht rein. Du hast voll Lust, uns einzuladen und zu buchen für einen Gig und einen heißen Namen. Frag freundlich, sprechen nicht, nein zu sagen. Du brauchst Headliner, Südkomfort, schmeiß den Laden. Die Platte schweißt gebadet, denn wir heizen, nein. Jeder geht von uns, sitzt Meilenstein. Du musst sagen es jetzt, sonst vergisst du es eh. Schreib auf booking@südkomfort.de. Du wartest drauf, uns live zu sehen. Du wartest drauf, uns live zu sehen. Sag uns einfach früh Bescheid, um welchen Mond und zu welcher Zeit. Yeah. Und es war 2007. So what? So, wir sind jetzt hier in Weilerstadt mit der Band Südkomfort. Bis auf mir sieht da jetzt keiner von euch aus wie so ein richtiger Gangster-Rapper. Zu welcher Stilrichtung würdet ihr euch denn einordnen? Ist es Hip-Hop, ist es Rap oder Sprechgesang? Ja, das ist schon noch auf jeden Fall Hip-Hop. Also so Ende der 90er hieß es mal Conscious Rap, was wir eigentlich machen. Und ja, es ist mit Sicherheit nicht das, was gerade so die deutsche Hip-Hop-Szene dominiert, aber es ist unser eigenes Ding und wir fahren gut damit. Und sie dreht sich doch, heißt unsere neue Platte, die nach langem Arbeitsaufwand und intensiven Werkeln in unserem Proberaum, dem legendären, entstanden ist. Wir machen schon lange Musik zusammen und haben es jetzt endlich geschafft, nach einer langen Zeit mit diesem Ding wieder an die Öffentlichkeit zu kommen. Also bei der neuen Platte, denke ich, können wir sagen, sind wir einfach textlich näher ans Leben rangerückt, haben die großen politischen Dinger irgendwie mal groß und politisch sein lassen. Und einfach das gemacht, was uns mit Anfang, Mitte 20 so beschäftigt. Also ja. Saufen und Frauen und so. Ja. Und ja, meckern. Pokern. Wie ihr es nachher sehen werdet, ist unsere Release-Party von dem neuen Album und sie dreht sich doch in Weilerstadt und nicht in Stuttgart. Warum? Große Verbundenheit. Wir kommen alle aus Weilerstadt. Wir fühlen uns hier wohl, ja, und unsere Leute sind hier. Und deswegen in bekannten Kreisen immer noch am Ball bleiben. Und wir wollen auch, dass unsere Leute uns unterstützen und wollen auch denen was davon geben. Also ein kleines Stück. Und das ist auch der Grund, weil in Stuttgart hat es genug Hip-Hop-Szene und wir wollen sie ein bisschen aufs Land bringen. So sieht's aus. Jetzt höre ich schon, ihr seid wie ich auch begnadete Beatboxer. Vielleicht könnt ihr mir noch ein bisschen was beibringen. Hallo? Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was beibringen, weil ich habe schon eine Sache gelernt. Das ist die böse Katze. Kennt ihr die? Ne, zeig mal. Das ist böse Katze, böse Katze. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze. Also das ist halt ein Trick sehr gut, ja, muss ich das sagen. Also wie geht's dann weiter? Wir haben eher was von dir jetzt gelernt eigentlich. Ja. Böse Katze.
So, und dann der nächste Schritt ist natürlich dann, das zu reduzieren auf ein richtiges Drumset, sag ich mal, weil das hat ja nicht Öse und nicht Atze drin. Also lachten wir einfach Böka, 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 Böka. Miau! Genau, genau. Erstmal ist wichtig, alles rauslassen, ja? Wie, alles rauslassen? Alles rauslassen. Die Luft rauslassen, Schließmuskeln entspannen. Alles aus den Schläuchen raus. Kräfte wirken lassen und dann am besten die Lippen ganz entspannt lassen und dann... Ja? Ja, genau, alles rauslassen. Wir müssen einfach alle zusammen die Beatbox machen, dann haben wir auch ein komplettes Set. Ne? Okay, machen wir einfach. Machen wir einfach. Alles klar. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie Südkomfort eigentlich live klingen. Gleich jetzt. Alle Hände hoch, sag ich, alle Hände hoch. Alle Hände hoch, sag ich, alle Hände hoch. Alle Hände hoch, sag ich, alle Hände hoch. Alle Hände hoch. Das ist kein Banküberfall, sondern ein Konzert von Südkomfort. Öffnet die Augen und sperrt eure Ohren auf. Wir haben Tracks, also checkt den Daumen. Die sich über die Jahre in ihrer Heimat eine Fanbase aufgebaut haben und live jede Menge Spaß machen. Ihre Heimatverbundenheit steht den großen Zielen nicht im Weg. So haben sie erst letztens ein Lied über Stuttgart geschrieben und damit gleich einen Preis gewonnen. Willkommen in Stuttgart, der schönen Metropole. Die Königstraße ist nur eins der vielen Stadtsymbole. Popbüro Stuttgart hat einen Songwettbewerb ausgerufen. Na, unter dem Motto, Stuttgart ist viel schöner als Berlin. Und da das einfach stimmt, haben wir einfach einen Song drüber gemacht und haben natürlich gewonnen. Und den haben wir im Rathaus repräsentiert. Da sind noch Max Herre, Freundeskreis und massive Töne drauf. Stuttgart ist my baby. Stuttgart ist my lady. Sie ist unsere Stadt. Unsere Stadt. Willkommen in Stuttgart. Stuttgart ist my baby. Stuttgart ist my lady. Sie ist unsere Stadt. Willkommen in Stuttgart. Wir sind Südkomfort und ihr schaut Karacho TV. So, das war's auch schon wieder mit Südkomfort bei Karacho TV. Das nächste Mal sind wir auf der Popcom in Berlin und vergesst nicht, am 28.09. ist es soweit, Captain Karachos Rock City. Captain Karachos Rock City. Das Spektakel des Jahres. Ein Konzert und eine Fernsehshow. Mit Chuggabytes Combo. Reggae-Fans bekannt vom Summer Jam. Ampersand, der fettesten Liveband Deutschlands. Dasha and the Weapons of Mass Destruction. Sexy und explosiv. Und Good Man Gone Bad, der amerikanischsten Band aus Stuttgart. Gesponsert von JustAloud.com, eurer neuen Musik-Community. Dort könnt ihr als Band eure Musik einfach und kostenlos verkaufen. Werdet Fan einer Band oder trefft coole neue Leute. Captain Karachos Rock City. Am 28. September in der Röhre, Stuttgart.